mir zugeschaltet ist jetzt der Grünpolitiker Cem Özdemir. Guten Abend, Herr Özdemir. Haben auch Sie das Gefühl, wir befinden uns in einer Öffnungsdiskussionsorgie? Ich kann die Kanzlerin verstehen. Da spricht ja auch ein bisschen die Naturwissenschaftlerin. Das merkt man an ihren vorsichtigen Worten. Mein Eindruck ist, dass es da so ein bisschen ein Schaulaufen gibt, das ja nicht ohne Grund auch zufälligerweise übereinstimmt mit denen, die sich um den CDU-Vorsitz und damit um die Kanzlerkandidatur bei der Union bewerben. Das ist aber jetzt nicht der Augenblick dafür, sondern jetzt geht es wirklich darum, dass wir verhindern müssen mit aller Gewalt, dass es einen zweiten Shutdown gibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie als Journalisten, wie Sie uns zu Recht als Politiker löchern würden, wenn wir jetzt auf einmal alle Zügel locker lassen, so tun, als ob wir quasi über den Berg sind und dann gibt es nochmal einen Rückfall. Das wäre katastrophal für die Wirtschaft, katastrophal für die Gesellschaft. Es wäre aber auch katastrophal für das Ansehen der liberalen Demokratie. Wasser auf die Mühlen von allen, die sagen, die Demokratie bringt es sowieso nicht. Von daher ist es schon richtig, dass die Kanzlerin uns zur Vorsicht mahnt. Unser Ziel muss es sein, dass wir die am meisten bedroht sind, das sind die Älteren, das sind diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, dass wir die schützen. Nach wie vor sterben Menschen, das wird da gerade leichtfertig vergessen. Auch ich wünsche mir nichts sehnlicher, als rauszugehen. Auch ich will wieder draußen sein, ich will mich mit Freunden treffen, ich will hingehen, wo immer ich möchte. Das will jeder normale Mensch. Aber nochmal, diese Krise muss man ernst nehmen. Und ich habe die Bilder jetzt gesehen, am Wochenende. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion auch dazu beiträgt, dass die Disziplin nachlässt. Nichts wäre gefährlicher. Was würden Sie machen, wenn Sie Kanzler wären? Würden Sie versuchen, die Einschränkungen ein bisschen zu lockern? Oder würden Sie auch, wie die Bundeskanzlerin, davor warnen, dass man da zu weit geht? Naja, wir lockern ja schrittweise, das ist auch richtig. Natürlich müssen wir schauen, dass mehr Geschäfte aufmachen. Natürlich müssen wir schauen, dass gerade die Klassen, die jetzt vorm Abschluss stehen, dass die auch wieder in die Schule gehen können. Das ist doch völlig klar. Gleichzeitig müssen wir denen helfen, die in besonderer Weise betroffen sind. Ich mache mir große Sorgen um diejenigen, die im Saisongeschäft tätig sind. Nehmen Sie die Hotels, nehmen Sie die Gastronomie. Für die fällt ja eine ganze Saison flach. Die werden erst in der nächsten Saison wieder schwarze Zahlen schreiben. Aber das Geld werden sie nicht zurückholen. Da werden wir helfen müssen, flexibel helfen müssen. Wir werden unserer Wirtschaft helfen müssen, wieder auf die Beine zu kommen. Aber bitte Schritt für Schritt und jetzt kein Wettlaufen der Ministerpräsidenten oder anderer Politiker aus der Opposition, namentlich der FDP. Ich verstehe das, dass jetzt gerade die Opposition oder Teile der Opposition sich ein bisschen Sorgen machen um ihre Umfragen. Aber das ist bitteschön die falsche Krise dafür, hier Populismus zu betreiben. Es geht um Menschenleben, es geht um unsere Volkswirtschaft, es geht um Deutschland, es geht um Europa, es geht um eine schreckliche Pandemie. Das ist nicht der Augenblick für Populismus, für billige Schlagzeilen. Vernunft ist jetzt das Gebot der Stunde, bitte. Viele Bürger können trotzdem nicht verstehen, man darf draußen keinen Kaffee trinken, man darf aber kleine Läden betreten. Die Kinder sollen teilweise in die Schule, aber in die Kita nicht. Können Sie das verstehen? Schauen Sie, ich habe selber zwei Kinder und habe die Probleme, wie schwierig das ist, wenn ich hier am Telefon mit Ihnen bin oder in der Videokonferenz mit Ihnen bin und ständig Schalten habe. Diese Woche ist ja eine Sitzungswoche. Ich werde als Geheilter auch an den Sitzungen teilnehmen. Die Kinder sind gleichzeitig zu Hause und die sollen nicht den ganzen Tag mit dem Mobiltelefon verbringen. Sie kennen ja die Probleme, die Eltern, sondern sollen Sinnvolles tun. Also wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass meine Kinder endlich wieder in die Schule kommen. Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass meine Kinder, da ich eine Mutter habe, die 1933 geboren wurde, nicht dann möglicherweise was mitschleppen und meine Mutter anstecken. Also muss beides in ein vernünftiges Gleichgewicht gesetzt werden, schrittweise vorgehen. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel den Ländern stärker folgen, die jetzt vorangegangen sind mit einer Maskenpflicht. Darüber müssen wir ernsthaft reden in Deutschland. Wenn wir wollen, dass wir in die Läden gehen, wenn wir wollen, dass wir den öffentlichen Verkehr nutzen, dann brauchen wir eine Maskenpflicht. Darüber muss geredet werden. Es muss darüber geredet werden, dass wir Masken verfügbar haben in der Breite. Da kann man, glaube ich, noch manches besser machen. Da ist das Krisenmanagement der Bundesregierung, sagen wir mal vorsichtig formuliert, suboptimal gewesen. Mir fallen auch noch andere Dinge ein. Ich denke, die Verfügbarkeit von Tests. Wir brauchen dringend massenhaft Tests, damit wir auch die Zahl derer feststellen, die die Krankheit schon durchgemacht haben, die geheilt sind, weil die können natürlich dann auch stärker eingesetzt werden. Also da geht noch deutlich mehr wie das, was die Bundesregierung macht. Die Opposition kritisiert das und muss das kritisieren, aber bitteschön verantwortungsvoll.
Ich habe das vorher schon mal gesagt. Was hätten wir in Deutschland für Diskussionen, wenn wir noch mal einen zweiten Shutdown wollen? Den darf es auf keinen Fall geben. Oft ist aber auch anzunehmen, dass wir da gar nicht drum herum kommen. Die Kanzlerin sagte ja auch heute, wir müssen jetzt schauen, was in den nächsten 2 Wochen passiert, wie sich die Lockerungen auswirken, und hat ja durchaus auch in Aussicht gestellt, dass eben genau das passieren kann, sollten die Zahlen wieder exponentiell nach oben gehen. Eben, also wir müssen die Diskussion konzentrieren auf die, wo jetzt gerade der Druck am meisten ist. Das sind die, die Kinder haben. Sie haben das angesprochen, denken Sie an Alleinerziehende. Übrigens auch Menschen mit Behinderung, über die spricht gerade gar niemand. Besondere Problemfälle, Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen sind, wo es zu Hause vielleicht auch Probleme gibt, der Haussegen schief hängt. Die Sozialämter, der Kinderschutz kennt diese Fälle. Da müssen wir ganz besonders, glaube ich, ran. Aber ich sage nochmals, mich haben die Bilder auch ein bisschen verstört, die ich da jetzt wieder gesehen habe, dass die Disziplin droht nachzulassen. Da müssen wir jetzt dringend ran. Und wir in der Politik, das schließt die Opposition ausdrücklich mit ein, sind da in besonderer Weise gefordert, Verantwortung fürs Ganze zu übernehmen. Wir sind nicht nur jetzt gerade verantwortlich für unsere Partei, wir sind nicht nur verantwortlich gegenüber dem einen oder anderen Bürger, der zu Recht Druck auf uns macht, sondern wir sind für die gesamte Gesellschaft verantwortlich. Und die gesamte Gesellschaft geht gerade durch eine schwierige Phase. Und ich verstehe es, dass da die Einzelnen gerade sehr laut sind, aber man muss es vom Ende her denken. Herr, Deutschland ist und bleibt ja auch, was die Regeln betrifft, ein Flickenteppich. In Berlin beispielsweise haben heute die ersten Schüler ihre Abi-Prüfungen geschrieben. Finden Sie das unter diesen Bedingungen richtig? Also ich verstehe es natürlich, dass gerade die Abiturienten ganz besonders unter Druck stehen, weil die drohen ein ganzes Jahr zu verlieren. Da braucht man Lösungen. Das kann ich gut verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist wie in NRW, dass man eine Diskussion macht, dass man die Schule jetzt schon wieder ganz öffnet. Ich sehe gar nicht, wie das geschehen soll. Schauen Sie, ich habe lange Zeit in meinem Leben Bildungspolitik gemacht. Ich war in der 5. Klasse auf der Hauptschule, ich war auf der Realschule, ich habe die Fachhochschulreife gemacht. Also ich habe sehr viele Schulformen in Deutschland durchwandert. Und ich kann Ihnen sagen, es ist mitnichten so, dass es überall warmes Wasser gibt. Es ist mitnichten so, dass überall die Klos im besten Zustand sind. Es ist mitnichten so, dass du überall eine Seife findest. Also sorgt man mal bitte schön dafür, dass die Schulen in dem Zustand sind, dass wir die Kinder da auch guten Gewissens hinschicken können. Und wenn wir gerade dabei sind, dann sorgt man bitte schön auch dafür, dass die Digitalisierung vorankommt. Wir merken doch jetzt gerade in der Krise, in welch desaströsem Zustand in unserem Land die Digitalisierung ist. Das ist ja zum Teil auf Entwicklungshilfeniveau, was den Ausbau von Breitbandinternet angeht. Da muss sich der ein oder andere CSU-Minister der letzten 10 Jahre auch mal kritische Fragen gefallen lassen, weil Bayern da ja gerade sehr laut ist. Die waren die letzten 10 Jahre dafür verantwortlich. Das muss besser werden. Ich merke das ja mit meinen Kindern, wenn ich das vergleiche mit Freunden in Finnland. Da ist Digitalisierung eine Selbstverständlichkeit. Die verlieren nicht wirklich Zeit. Wir verlieren gerade Zeit, weil wir die Zeit nicht so nutzen können in allen Schulen, wie es notwendig wäre, wie man es Stand heute, mit dem Stand der heutigen Technik eigentlich machen könnte, wenn das Know-how da wäre, wenn die Technik dafür da wäre. Ja, viele, die im Homeoffice sitzen ohne Internet, schauen da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre. Eine letzte Frage an Sie. Markus Söder regte an, dass Politiker auf Teile ihres Gehalts verzichten sollen. Wie finden Sie diese Idee? Machen Sie da mit? Ich finde es richtig. Übrigens nicht nur Politiker. Ich denke da auch an manche Fußballprofis und andere. Manche gehen ja voran, andere tun sich da etwas schwer damit. Das bin ich richtig. Deshalb hat sich meine Fraktion ja auch gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen dafür eingesetzt, dass die nächste Diätenerhöhung, die jetzt anstehen würde, ausfällt. Das wäre jetzt, glaube ich, in der jetzigen Situation unverständlich. Viele in unserem Lande leiden in ganz besonderer Weise. Und auch wir Politiker müssen uns da solidarisch beteiligen, indem wir jetzt auf die Diätenerhöhung verzichten. Ja, Sie sprachen die Fußballer an. Die Bundesliga soll ja jetzt wieder starten dürfen im Mai. Freuen Sie sich darauf? Ich bin großer Fußballfan. Ich drücke meinem VfB Stuttgart die Daumen, dass er wieder aufsteigt, und würde natürlich auch gern die Saison zu Ende spielen, um zu sehen, dass wir das auch tatsächlich geschafft haben. Andererseits verstehe ich natürlich, dass viele Bürger sagen, jetzt redet man die ständig über Fußball und die anderen, denken sie an Erzieher und andere, bleiben außen vor. Insofern, ich finde, die Diskussion muss man führen über Geisterspiele. Aber jetzt sage ich mal als ehemaliger Handballtorwart, der ich in meiner Jugend war, bitte schön, ein bisschen der Zeit auch über die anderen Sportarten mal reden. Wir reden die ganze Zeit über Fußball, aber es gibt schon auch viele in der Gesellschaft, die anderen Sportarten nachgehen. Auch da müssen wir uns Gedanken machen. Ich will nachher nicht eine Situation haben, wo wir
die ganzen Vereine, die wir sonst in der Breite haben, dass die sich das nicht leisten können. Deshalb habe ich mich zum Beispiel auch an der Kampagne beteiligt, dass ich meine Trikotnummer spende. Da gibt es ja ganz tolle Aktionen von Aktion Fairplay und anderen. Kann da nur empfehlen, sich dringend zu beteiligen. Auch das gehört, wenn Sie so wollen, zur Infrastruktur Deutschlands, dass wir eine tolle Vereinsstruktur haben. Übrigens nicht nur Profivereine, sondern natürlich auch die ganzen Amateure.